grüß Gott, buenos dias, buenas tardes, liebe Leute, wo auch immer Sie sitzen, stehen, liegen, rumklettern oder ganz entspannt einfach jetzt nur hier eingeschaltet haben, beim Mittagstisch vielleicht und zuschauen bei Ibiza Ungeschnitten, unserem kleinen Format hier auf YouTube, eine Serie, die wir gestartet haben unter dem Dach des Ibiza Kurier. Der Ibiza Kurier ist die deutsche Lokalzeitung für Ibiza und Formentera. Gibt es seit 2013 und wir berichten über lokales Geschehen von den beiden Inseln, aber auch über den Tellerrand hinaus, wenn es was zu berichten gibt, was einfach relevant ist und von Interesse. Und da wir hier eine bunte Mischung an Menschen darstellen, aus allen Ecken der Welt, die hier zusammenkommen, gibt es natürlich auch mal viele interessante Geschichten. Und manche Geschichten, die lassen sich einfach schöner hier in so einem kleinen, animierten Format darstellen, als jetzt als Artikel zu lesen. Wir haben natürlich viele interessante Artikel und wenn Sie den Ibiza Kurier als solchen noch gar nicht kennen, empfehle ich Ihnen hier unterm Video mal den Beschreibungstext aufzuklappen. Da finden Sie ganz viele Links zu uns und auch über unsere Inhalte können Sie sich da informieren. Auch mal 3 Gratis-Ausgaben downloaden zum unverbindlichen Probelesen. Und ja, und wie Sie vielleicht schon wissen, bin ich hier immer wieder mal privilegiert und darf aus der Redaktionsstube entfleuchen und Sie an schöne Orte entführen. Und ja, dann verrate ich Ihnen auch jetzt, wo ich hier bin. Vielleicht haben Sie sich schon gewundert. Wir sind hier in der Nähe von San Antonio und zwar sind hochgefahren an der Küste entlang Richtung Santa Ines de Corona. Das ist ein kleines Örtchen, besteht eigentlich nur aus einer Kirche, 2 Bars, einem Fußballplatz, selbstverständlich, und einem Schuster, soweit ich weiß, natürlich auch noch im Kindergarten und so weiter. Und ich stehe hier vor der Bar, Cafeteria Casfede, da ist der Toni, das ist der Dueño, mit dem habe ich gerade drin schon ein bisschen geplaudert an der Bar, weil wir haben ja Mitte Februar. Und Mitte Februar ist dieses Tal ganz besonders berühmt für diese legendäre Mandelblüte, die hier jedes Jahr viele, viele Menschen anzieht. Also das ist wirklich eine der Attraktionen geworden. Und ich habe ihn gefragt, was ist denn eigentlich dran an dieser Legende? Es heißt, dass hier seien deswegen so viele Mandelbäume, weil ein Adeliger mal seine Geliebte nach Ibiza bringen wollte. Die wollte aber eigentlich nicht, weil sie aus einer alpinen Gegend stammt und eigentlich lieber Schnee mag. Und dann hat er ihr zuliebe, laut Legende, ganz viele Mandelbäume gepflanzt, damit, wenn die in der Blüte stehen, dass es dann aussieht, als würde es schneien. Das tut es auch tatsächlich so. Ob diese Legende stimmt, das konnte uns Toni nicht bestätigen. Er selber wusste davon nichts, obwohl das wirklich alle Reiseführer, alle beschreiben diese Legende, weshalb dieses Pla de Corona, also dieses Corona-Tal hier bei Santa Ines, deswegen sei das so bepflanzt mit so vielen Mandelbäumen, aber er konnte es nicht bestätigen. Er hat eine andere kleine Anekdote dafür verraten, nämlich wenn hier, es gibt ja diese touristischen kleinen Züglein, wo dann die Menschen in so einem Touristenzug, wir haben ja keine Züge auf Ibiza, wir haben keinen Schienenverkehr, das heißt, es ist ein motorisiertes Fahrzeug vorne dran, das zieht dann so kleine Wägelchen. Die kennen Sie bestimmt, die stören immer, weil wenn man die überholen will, dann braucht es ewig, weil die so langsam vor sich hin tuckeln. Und die halten immer hier vor seiner Bar auch. Und da erzählt er, da hat er gelauscht, wie den Touristen dort erzählt wird, das Corona-Tal heißt Corona, weil wenn man hier komplett die ganze Landschaft sich anschaut, sieht man, es ist wirklich umgeben von einer Hügelkette und das Ganze lässt den Eindruck einer Krone entstehen. Und hier, wo wir jetzt stehen, vor Tonis Bar, das soll sozusagen ein Vulkan gewesen sein. Oder es sei ein Vulkan. Und seine Cafeteria ist sozusagen direkt jetzt, wir stehen hier also im Vulkan. Also es gibt viele Legenden, keine davon bestätigt. Aber in den Reiseführern steht ja auch manchmal viel Zeug drin. Deswegen, wir wollten jetzt gucken, was ist denn mit der Mandelblüte eigentlich los? Und ja, wir sind genau einen Monat zu spät hier. Denn eigentlich ist die Mandelblüte immer so Anfang, Mitte Februar, zumindest hier in dieser Ecke der Insel. Und wir stehen hier vor einem solchen schönen Mandelbaum und man sieht da eigentlich jetzt nur noch ganz wenige Blüten dran.
Tatsächlich, wie Schnee. Wollte ich schon immer mal machen. Also, das heißt, bevor das Blattwerk sich entwickelt, ist erstmal die Phase, wo die Blüten entstehen. Wenn die Blüten abfallen, dann entwickelt sich das Blattwerk. Und er sagt, hier war dieses Jahr die ganze Mandelblüte ziemlich exakt einen Monat früher als sonst. Woran es liegt, kann man nicht erklären. Hat wohl was mit dem Klima zu tun. Im Moment, also wir haben jetzt Mitte Februar in San Carlos zum Beispiel, auf der anderen Seite der Insel, da stehen die Bäume jetzt in voller Pracht und explodieren förmlich. Also es sind wirklich weiße Kugeln, die da ja, wirklich in voller Pracht mit diesen Blüten wirklich beeindruckend ausschauen. Und hier sind wir jetzt, ja, hier war das schon vor einem Monat, dieses Spektakel. Aber das ist ja nicht schlimm. Die Bäume machen halt ihr Ding, ne? Und wie man sehen kann, also hier ist jetzt das Blattwerk und die Blüten werden dann bestäubt, im besten Fall von einem Bienen oder von anderen bestäubenden Insekten. Und daraus bilden sich dann diese Früchte. Hier sieht man die auch total schön. Die haben also ein ganz samtiges Häutchen drumherum. Das ist jetzt noch grün und da entwickelt sich dann die Mandel. Und irgendwann im Herbst trocknet dieses Häutchen ab. Und man kann dann die Mandeln pflücken, knacken, essen oder auch eine Mandelmilch draus machen. Da haben wir mal ein Rezept im Ibiza-Kurier gebracht, Mandelmilch. Das werde ich schauen, dass ich Ihnen das raussuche und hier unter dem Video auch verlinke. Und genau, also der Baumbestand an sich, der Mandelbäume auf Ibiza, hat sehr gelitten in den letzten Jahren, weil viele der alten Bauern nicht mehr in der Lage sind oder nicht mehr möchten, diese Bäume zu pflegen. Und der Ertrag wird dadurch immer weniger. Also die Ernte fällt jedes Jahr etwas geringer aus, weil viele Bäume einfach nicht mehr diese Leistung bringen und den Ertrag bringen. Toni hier von der Vulkanbar meinte, dass es sich auch für die Landwirte hier gar nicht mehr lohnt, die Mandeln zu ernten, weil man bekommt für Algaroba zum Beispiel, also für dieses Johannisbrot, diese Schoten bei der Kooperative viel mehr Geld als für ein Kilo Mandeln. Also allein die Arbeit, die Dinger zu pflücken, zu verarbeiten und so weiter. Naja, also heute haben wir es mit den Blüten heute hier nicht so üppig. Ich habe daher meine Mandelblüten-Dekoration aufgesetzt. Ich hoffe, es ist Ihnen schon aufgefallen. Ich bin heute als kleine Mandelblüte unterwegs. Bin auch in frühlingshafter Stimmung. Wir haben Mitte Februar. Es könnte nicht schöner sein auf Ibiza. Sie haben es im Schwenk gesehen. Die Sonne scheint. Der Himmel ist blau. Der Wind ist frisch. Er ist zum Teil auch wirklich eisig. Aber solange die Sonne strahlt, sind wir hier glücklich. Und ja, hier lang geht es dann noch in die Dorfmitte von Santa Ines de Corona. Das ist also dieses Corona-Tal, wie gesagt, umgeben von der Hügelkette, die den Eindruck entstehen lässt, es wäre eine Krone. Daher der Name, hat also nichts mit dieser neuartigen Krankheit zu tun, von der Sie in den letzten Monaten und ja, fast 2 Jahren jetzt so viel gehört haben. Ist natürlich ein kleiner Gag, ein Wortspiel. Die Leute, die hier wohnen, ja, die mussten den einen oder anderen Scherz über sich ergehen lassen. Ach, du kommst aus Corona, oh je, aus dem Epizentrum. Aber hier ist von der Seuche nichts zu sehen. Hier ist überhaupt niemand. Es ist ein paar Sportler, ganz sportliche Fahrradfahrer. Hola, buenos dias. Und genau, also unser Tipp, wenn Sie die Mandelblüte auf Ibiza genießen möchten, die ja wirklich auch ein Sightseeing-Aspekt darstellt, also es kommen wirklich Menschen, die nach Ibiza reisen in dieser Jahreszeit nur wegen der Mandelblüte, dann seien Sie nicht enttäuscht, wenn Mitte Februar keine Mandelblüten mehr da sind. Dann können Sie nämlich immer noch nach San Carlos fahren, auf die andere Seite der Insel, wo das Ganze etwas zeitlich verzögert ist und dort jetzt aktuell gerade die Bäume in voller Blütenpracht explodieren. Und ja, und in Anlehnung an die Prinzessin, die hier ihren Schneefall simuliert bekommen hat, nach der Legende, von der allerdings der Toni nichts wusste, also es scheint auch nur so eine wirklich Legende aus dem Reiseführer zu sein. Kann man ja mal schütteln und probieren.
Aber... Oh, naja. Ja, was gibt's noch hinzuzufügen? Die Mandel war für die Einwohner hier eins der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse über Generationen hinweg. Die Insel hat nicht sehr viel zu bieten und schon gar nicht Exportprodukte, mit denen man hätte jetzt großen Handel treiben können. Natürlich, das Exportprodukt Nummer eins war immer das Salz, das in den Salinen abgebaut wird. Heute sind die Exportprodukte vielleicht Musik und Lifestyle und Ähnliches. Und es gibt auch einige Initiativen auf der Insel, die sich wieder dem Anbau der Mandelbäume widmen, die zum Teil in der Gegend von San Antonio, da haben wir auch einen Artikel geschrieben, auf einer Finca, da haben die 400 neue Bäume gepflanzt. Die brauchen natürlich einige Zeit, bis sie Früchte tragen, bis es dann so aussieht und dann hier diese Mandeln dann auch wirklich die richtige Größe haben und entsprechend auch auswachsen, dass man da die auch essen kann. Und ja, es gibt verschiedene Sorten, manche blühen später, manche früher. Das hat uns hier der Toni auch erzählt. Er selbst weiß gar nicht, wie die Sorten alle heißen, weil die eigentlich nur hier bei den Einheimischen einen bestimmten Namen haben, der aber jetzt kein wissenschaftlicher Name in dem Sinn ist. Aber es gibt auf den Balearen insgesamt bestimmt weit über 20 verschiedene Sorten an Mandeln. Und die blühen auch unterschiedlich. Manche weiß, manche eher mit einem leichten Touch ins Pinkfarbene. Und ja, auf jeden Fall. Hier waren wir jetzt einen Monat zu spät. Macht nichts. Trotzdem sehr, sehr schön. Und trotzdem auch super schön, dass Sie hier eingeschaltet haben und Interesse zeigen für die Dinge, die auf Ibiza einfach passieren, was hier so los ist. Und ja, es ist nun mal nicht nur eine VIP- und Celebrity- und Jet-Set-Insel, sondern auch eine ganz rurale, landwirtschaftlich bodenständige, einfache Insel mit einfachen Menschen. Und wir berichten eben hier auf dem Kanal dann auch gerne mal einfach von Land und Leute. Und wenn Sie sonst Ibiza spannend finden und wissen möchten, dann abonnieren Sie den Ibiza-Kurier, kann ich Ihnen ans Herz legen. Wir haben ein Jahresabo, das digitale Abo, das gibt es schon für 23 Euro im Jahr. Und wir freuen uns über Ihre Unterstützung, denn wir sind ein kleines Team und eine unabhängige Publikation. Und ja, und in diesen Zeiten ist es nicht immer ganz einfach, in Zeiten von Corona. Aber wir sind hier im Corona-Tal und freuen uns des Lebens, also wir machen da immer weiter und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Video dann auch wieder einschalten. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße, hasta luego, bye bye.